So, ja, herzlich willkommen zu Klickerhebel Folge 25, nee, 26 schon. Aber nicht. So, ja, wie bereits vermutet oder wie angekündigt, haben wir eine Klicker-Kombo von gut 300.000. 400.000 sind nicht ganz geworden, weil es ist gerade mal 6 Uhr. Es sind also nicht ganz die vergangene Zeit, die vergangen ist. Gang, ja, genau, irgendwie so. Außerdem habe ich gestern Quatsch erzählt. Ich habe irgendwie vorgerechnet, mit dass wir einen Faktor von 17.000 haben. Das Problem ist, dabei habe ich natürlich Prozent und den Faktor verwechselt, weil ich habe mit 3% gerechnet, weil hier stand 0,03. Und 0,03 als Faktor wären genau 3%. Aber das sind ja schon Prozent. Das heißt also, wir haben keinen Faktor von 0,03, sondern 0,0003. Wir müssen also nicht, ja, wir hätten quasi das Ergebnis nochmal durch 100 teilen müssen. Das heißt also, wir haben gerade mal einen Faktor von 170 ungefähr. Was auch schon ordentlich ist, aber halt nicht so krank wie 17.000. Also, ja, wie man sieht, ich habe, wie gesagt, nichts gemacht, absolut gar nichts. Warum auch? Der hatte hier alleine gekombotet. Was ist hier passiert? Oh, wir haben ein bisschen Gold. Ja gut, bringt jetzt absolut gar nichts, weil wir haben selber apostrophisch viel Gold, einfach durchs Eideln. Wir können also gleich hier weiter unten einkaufen. Und schon haben wir Instakill. Dann gehen wir auch mal direkt durch. Und wir gucken mal, was wir jetzt hier noch so für Fähigkeiten uns holen. Also als allererstes, die Dame hier hätte ich definitiv gerne auf Level. War das sie? Achso, gut, okay, das war sie mit dem Gold. Den können wir sie tatsächlich sogar fast lassen. Da wäre ich eher für diesen Fripper. Ach, das ist der, wo wir gerade den Level gekauft haben. Ja gut. Gut, dann gucken wir mal. Es gibt ja hier auch einen Held. Der erhält den Schaden aller Helden immer. Das war, glaube ich, das war doch Betty, oder? Und die haben wir schon geskillt. Genau, alle Helden. Gut, dann gucke ich mal noch, was die hier unten für Fähigkeiten haben, für die drei, die wir jetzt mal ausgelassen haben erstmal. So. Oh, neue Rekorde, Level 2800. Ja, sehr gut. Ach, ja. Na komm. Über diese mobile Version. Aber dem wird jetzt schon kritischer. Level 70. Mal gucken, ich spendiere dem mal hier noch ein paar Level. So. Okay. So. Wir waren bei den drei. Elsa. Suche Elsa da. Elsa erhöht bloß ihren eigenen Schaden komplett. Barbarella erhöht auch bloß ihren eigenen Schaden. Hat aber als fünfte Fähigkeit Erhöhung des kritischen Schadens. Dann machen wir das Ganze mal. Bam. Ganz ehrlich, wenn ich mir die Preise angucke, können wir einfach gleich alles kaufen. Na gut, ich gucke mal bei Boba. Erhöht auch seinen eigenen Schaden. Aber als fünftens auch wieder kritischen Schaden. Na super. Hätten wir da doch gleich alles holen können. Pass auf. Gut. Wichtiger wird es jetzt hier, ab hier unten, bei Burgofen, da wissen wir ja schon, deren fünfte Fähigkeit ist das mit dem Gold. Bei Sir Grioga, da müssen wir mal gucken.
Ryoga? Nein, Sirk Georg erhöht seinen eigenen Schaden und hat als Ende auch wieder kritischen Schaden als genau. Da müssen wir jetzt manuell hochgehen. Wegen Waldbaum. Oh, das wird ganz schön teuer. Ja, König Medias, den können wir eigentlich auch auslassen. Obwohl, nee, halt. Der Punkt ist ja, der hatte die ganzen Fähigkeiten mit dem Gold. Also gerade ihn sollten wir schön hoch skillen. Auf Level 100 schaffen wir nicht. Ich mache trotzdem erstmal. Ich habe dann Level 42, das ist aber wenig. Haben wir schon mal einen ordentlichen Goldboost von 225%. Also, das sind ja nicht 50%, sondern das sind ja mal 1,25 und dann nochmal mal 1,25. Noch 4 Level, 3, 2, 1. Bumm! Was ist so viel? Mach die hinne. Oh, der ist schon hier ein etwas stärkerer Gegner wieder. Sehr schön, dann können wir auch das Ding hier benutzen. Easy peasy, Lemon Squeezy, Level 25. So, den nächsten Boss können wir dann auch wieder erledigen in spätestens 10 Minuten. Ich gucke trotzdem gerade mal, was jetzt hier sonst noch so sinnvoll wäre. Ice Ice Baby, was hat der für Fähigkeiten? Ach, die haben alle mit kritischen Treffer. Heißt also. Ja, er erhöht nochmal einen kritischen Treffer, er erhöht als fünfte Fähigkeit auch nochmal einen kritischen Treffer. Heißt also, wenn wir wirklich auf kritisch gehen wollen, würde es sich tatsächlich lohnen, alle hoch zu leveln, was natürlich jetzt gerade nicht geht, wegen weil es zu teuer. Go. Ja. Dann wissen wir also, wo es hingeht. Wir werden also früher oder später tatsächlich alle hochleveln müssen. Halt, also wir gucken jetzt erstmal darauf, dass wir hier unten möglichst viel Kampfkraft aufbauen. Bruce Lee hat auch schon lol. Gut. Ah, und das ist wieder unser Armenhaupt. Okay, wie viel steht eigentlich irgendwo, welchen normalen Klickschaden wir jetzt hätten? Laut der Anzeige haben wir. Achso, jetzt sind wir hier noch. So. Laut Anzeige hätten wir jetzt einen Schaden von E4, E14. Das dürfte aber auch schon hier. Steht nicht unsere Stärke? Meistens klingen kritisch, verstärkt, Mark, Crit. Ach doch, da steht unser Grundschaden. 5e hoch 12. Und wir haben jetzt fast 5e hoch 14. Das heißt also, wir haben jetzt schon eine Verstärkung von Faktor 100. Das ist tatsächlich schon geil. Das heißt, wir können richtig gut reinhauen. Dann würde ich mal sagen, bevor wir jetzt hier weiter hoch leveln, sparen wir noch mal ein bisschen für unseren König Medias. 7E15 kriegen wir locker zusammen, das ist kein Problem. Wir brauchen aber insgesamt 10E5, also quasi ein E16. Auch das kriegen wir locker zusammen. Okay, easy. Easy peasy. Bam. So, das nächste ist goldenes Klicken, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil das ist halt wieder nur so ein Bonus, den man nur ab und zu bekommt, wenn man halt als für Zeit begrenzt. Aber die ersten vier, die gelten halt dauerhaft. Das heißt also, wir haben dauerhaft einen Boost von, boah, Alter. Können wir mal ganz kurz berechnen. 1,25 mal 1,25 mal 1,25 mal 1,5. So. Das sind gut 3.
Geil. Das heißt, wir haben jetzt alleine durch ihn das dreifache Gold. Ist doch ganz cool. Und das ist halt auch der Unterschied zwischen so rechnen und das, was viele halt verwechseln. Weil man könnte ja natürlich auch sagen, dass das Ganze ja erstmal zusammengerechnet wird. Heißt also, wir haben hier 25%, hier 25%, hier 25% und hier 50%. Das heißt also, die vier hier sind schon mal 100% und das sind dann 125%. Also wäre das quasi 2,25. Aber in Wirklichkeit sind das halt nicht 2,25, sondern ganze 2,9. Oh, das ist dann doch schon. Mathematik ist halt immer, wie man es rechnet. Und da vertun sich halt viele. Ich habe das gehört, hier zu warten, meine. So, nichtsdestotrotz geben können wir hier noch ein paar. Boah, Alter, wie Level. Oh, oh my goodness. Wir kriegen den ja hier gleich auf Level 10 gehoben. Nicey dicey. Da würde sich aber Bruce Lee freuen. Ich bin schon wieder im Fenstermodus. Ach so, ja klar, wir googeln gerade. Wieder gegoogelt. So. Okay. Dann gucken wir mal jetzt. Also, er hat hier einmal das Ding und hier den können wir uns. Achso, halt, die Burgofen lohnt sich ja nicht. Den hier. Den müssen wir leveln. Und zwar auf Level 100 und bam. Klickschaden. Yay. Achso, ich wirklich schon wieder alles Mögliche. Also das hier ist kritisch. Nee, das ist Klickschaden. Das ist kritischer Schaden. Und das ist auch wieder Klickschaden. Das heißt also, wir haben jetzt Klickschaden um 1% erhöht. Also nicht um 1% erhöht, sondern der Klickschaden bekommt hiervon von dem Schaden pro Sekunde, wenn 1% berechnet. Und die werden dann hier dazugegeben. Was ganz geil ist. So, ansonsten können wir eigentlich tatsächlich. Ey, boah, das geht gerade alles so schnell. Jetzt können wir sogar schon Ini hochleveln. Ich komme nicht mit daher. Das ist mir doch echt ein bisschen zu. Alter, hallo? Danke. Digga, was geht hier ab? Guck dir mal, wie schnell wir wirken. Also, ich meine, wir sind schon Level 82 und ich komme immer noch hier durch wie Butter. Was ist denn das? Also an unserer Kombo kann es nicht liegen. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir geil sind. Ja. Ja. Naja, das wird noch spaßig. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir uns hier nicht zu weit aufsplitten. Ich ziehe also den erstmal auf einen geraden Level, genau wie ihn. Bam. Okay. Damit das hier nicht ganz so katastrophisch aussieht. Dann gucken wir mal ganz kurz. Also wir könnten mittlerweile selbst die hier oben auf Level 100 ziehen. Mache ich aber nicht, sondern ich gehe tatsächlich erstmal ihn hier doch auf Level 25. Also auf Level 100 um 25 Level. Und dann gebe ich ihm mal doch die Fähigkeit. Da können wir nämlich jetzt gerade einfach mal, weil wir wirklich Lust und Laune haben. Ne, gleich kommt der Boss, das mache ich mal lieber nicht. Schaffen wir den Boss? Ah, könnte knapp werden. Ne, schaffen wir nicht. Der Boss ist tatsächlich noch etwas zu stark. Okay. Aber wenn ich mir das hier mal angucke, dann denke ich mal, sobald das hier wieder aktiv wird, kriegen wir den wieder. Das wäre ganz geil. Okay, never mind, dann bleibe ich erstmal hier und aktiviere das Ding. Können wir nochmal schon ein bisschen Geld verdienen hier. Und können in der Zeit den hier hochleveln. Ach wow, okay, wir hätten den Boss doch geschafft. Stimmt ja, den haben wir auch noch nicht hochgelevelt. Yay, danke. So viel Gold. Ich wünschte, mein Alltag würde so aussehen. Es hört ja gar nicht mehr auf. Es hört nicht auf. Nein. Na komm, mach eine. Ich will nicht alt werden. Oh, jetzt nehmen wir sogar schon Tatsache. Ey, wir.
Nevermind, kein Kommentar. Okay, von wegen dem Boss schaffen wir nicht. Wir brauchen die. Wir brauchen. Egal. Egal. Das ist geil. Das ist geil. Okay. Damit hätten wir den nächsten Helden auch schon. Das ist mir einfach zu krank. Bam. Okay. Gut. Ja. Was sagt man dazu? Das schaffen wir den nächsten Boss auch leicht, weil wir haben dann nämlich wieder die Fähigkeiten und bis dahin sowieso schon weiter hochgelevelt hier. Okay. Das macht doch gerade alles ein bisschen Angst. Ich level tatsächlich noch schneller, als ich gedacht habe. Gut. Dann machen wir mal hier ein bisschen Aufräumarbeiten. Also den auf glatte 200, den auf glatte 200, den auf glatte 200, den auf glatte, oder sie, ist ja, ne, wie hier auch, sind ja Mädels, sind ja. Okay. Die sind alle glatt auf Level 100. Und. Ach komm, Alter, ganz ehrlich. Das ist jetzt gerade so irrelevant. Gut, dann gehen wir einfach mal hier rauf. Bup. Alle verfügbaren Upgrades gekauft. So, und dann können wir mit dem restlichen Gold wieder in hier leveln. Lalalala. Auf Level 7 einfach mal. Gut. Wir können schon wieder ein Level geben. Und schon wieder. Gott, das geht ja hier ab. Wie weiß nicht. Wie Weihnachten. Und schon wieder. Und dann können wir uns das Upgrade kaufen. Das ist echt verrückt. Und den Boss schaffen wir auch wieder ohne Skills. Was ist das? Achso. Ja, können wir tatsächlich machen. Kriegen wir hier bei dem Boss zum Beispiel extra viel Geld. Es lohnt sich aber, das immer erst zu aktivieren, kurz bevor der Boss tot ist. Also jetzt quasi. So, danke. Ja, dann können wir uns gleich den nächsten Helden leisten. Nordfretea. Alter, das ist aber gerade. Ey, wir kommen jetzt alleine schon auf Level 100. Wahrscheinlich, so ungefähr. Das ist. Oh! Oh, das war Glück. Innerhalb dieser Doppelzeit haben wir hier gerade eine Goldkiste bekommen. Nice! Das gefällt mir. So, und wir erwartet. Bumm, Nordfretea. Und noch ein Level. Das ist gerade, ey, das ist gerade, es ist noch kein Insta-Kill, ja, aber es sieht schon fast so aus, das ist krank. Vor allem, wie schnell wir hochleveln können, Alter, ich könnte jetzt gerade eine 3-Stunden-Aufnahme machen und in der ganzen Zeit einfach immer weiter hochleveln. Das ist krank. Das ist krank, das macht man so nicht. Ey, das ist nicht fair. So. Bap und. Achso, er hört nur sein eigenes. Das ist ja langweilig. Gut, nichtsdestotrotz können wir langsam mal anfangen, die anderen hier auf Level 100 zu ziehen. Nee, komm, nee, wir spannen mal lieber hier, um hier unten weiter hochzuziehen. Und hier sieht man, wie gesagt, schon immer bis Level 10, so wie ich gerade gemacht habe, immer bis Level 10, dann Upgrade kaufen, dann auf den nächsten. Wieder bis Level 10, Upgrade kaufen, auf zum nächsten. So ist halt wirklich die stärkste Möglichkeit. Oh, wir sind schon beim nächsten Boss. Ja, so ist quasi die stärkste Möglichkeit, jemanden zu verkloppen. Krank, wir schaffen es jetzt echt bis Level 100. Und das ohne Probleme tatsächlich. Gut, einmal mussten wir hier die Fähigkeit hier einsetzen, weil ich wahrscheinlich vergessen habe, die zu leveln. Ich glaube, wenn ich den vorher schon gelevelt hätte, hätten wir diese Fähigkeit gar nicht gebraucht. Ja, ist jetzt ein bisschen gut. Ist halt so. Kann man jetzt auch nichts machen. Ja, nichtsdestotrotz finde ich es auch ganz geil, dass der Bruder tatsächlich überlebt hat. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Jo, ansonsten. Genau, hier oben hat sich so nichts geändert. Ah, Geld haben wir hier zugekommen und Söldner sind sowieso kacke. Digga. Das geht mir hier zu schnell, ne? Du betrittst
Oh, wir stehen schon wieder kurz vorm nächsten Boss. Wir brauchen noch 1, gut, 1,8. Das kriegen wir hin. Dort kriegen wir hin. Oh, es wird langsam wieder langsamer, merkt man hier schon. Sagte er und war schon wieder auf grünem Bereich. Oh Gott, das ist traurig. Und gleich können wir uns Aphrodite leisten. Yay! Hä? Oh, wir waren erst. Wow. Ich dachte schon, wir waren schon Level 99, aber eben. Wir waren erst 98. Kommt also noch eine Ebene. Leute, können wir uns Aphrodite auf jeden Fall leisten. Bis der Boss da ist. Das heißt also, durch Level 100 kommen wir auch wieder super geschmeidig. Aber es wird langsam, merkt man, es wird langsam träger. Heißt also, man kann mit dieser Taktik nicht endlos weit gehen, aber man kann sich zumindest schon mal einen extrem großen Vorsprung bedienen. Quasi. Yay, yeah, Level 100. Oh, ich konnte das auf die Tick doch nicht leisten. Schade, Mann, ist die teuer. Schnäppe. Na gut, ohne Aphrodite wird es wahrscheinlich so auch nichts werden. Ich glaube, denn ja, das wird nichts. Gut, das heißt also nochmal, aber mit Level sage ich schon, mit den beiden Skills. Und damit haben wir dann Level 1 geschafft. Klar, Level 1. Ja, also Level 100. Oder Anna hat gesagt, das erste Level, wo wir Heldenseelen bekommen. Deswegen habe ich gerade Level 1 gesagt, weil ja. Wenn man quasi die Levels zählt, wo man Heldenseelen bekommt, wäre das ja quasi Level. Nein, nee, eigentlich wäre das dann Level 0 gewesen, ne? Oh, wir haben Geld bekommen. Sekunde Glück. Alles nur für irgendwelche Skills. Ich meine, ich brauche keine Skills. Ich brauche sowas hier. Etwas, was dauerhaft aktiv ist, ihr Deppen. Na gut, wobei, ganz ehrlich, dieser Inaktiv-Bonus bringt uns jetzt gerade gar nichts. Auch die beiden hier bringen uns jetzt gerade gar nichts. Weil wir sind halt alles andere als inaktiv. Von daher kann man das schon ein bisschen auslassen. Ja. Das ist also eher sowas für. Naja. So. Das heißt, wir haben es jetzt bis Level 100 geschafft. Ich mache tatsächlich doch nochmal die eine Aufnahme hier durch. Das heißt also, die zwischen der Folge und der nächsten Folge. Lasse ich die Kombo weiter anwachsen und nächste Folge machen wir auch noch mal weiter, um möglichst weit in den 100er Bereich reinzukommen, damit wir auch endlich mal anfangen können, ein bisschen Heldenseelen zu farmen. Das wäre mir persönlich ganz, ganz lieb, einfach aufgrund dessen, damit wir endlich mal tatsächlich ein bisschen, ja, halt Heldenseelen haben und zum Beispiel unseren. Ich vergesse immer, wie der heißt. Ach ja, Moloch. Zu skillen. Weil ab jetzt verbraucht er halt relativ viel. Ist halt leider so. Ich weiß da gerade gar nicht, wie die Berechnung hier funktioniert. Mal gucken. Moloch. Moloch-Torf-Cocktail. Der war witzig. Ich sag mich tot. So. Moloch. Lecker Heroes. Ja, ich weiß, ich schreibe Heroes immer falsch, weil hier noch ein E hinkommt, aber ich glaube, daran werde ich mich nie gewöhnen. Einfach Wahlbaum. So. Ach ja, es gibt ja zwei Molochs. Ist ja gut, alles gut. Gibt es den Verweis auf den anderen Typen? Nee. Boah. Ja, komm. Was ist das denn? Ach da. Aber ich sehe nicht, hier steht nicht mal die Preise berechnet. Hä? Verfällt nach 10 Sekunden ohne Klick? Also. Es verfällt zwar, aber nicht für nach 10 Sekunden, das wäre ein bisschen echt arg. Also, wie gesagt, ich glaube irgendwie 10 Sekunden.
Ach ja, da war ja was. Das ist ja der deutsche Name. Das da. Ich verstehe. Warum gibt man den Dingern anderen Namen in anderen Sprachen? Wer kommt auf so eine Kacke? Wow, das ist es. Da war ja was. Okay. Versuch's, how you use an Autoclicker, excellent, the must have. Ja, klar. Auf Deutsch, für die, die den Autoclicker verwenden, ist dieser uralt. Das klingt so falsch. Ich dachte, Google gibt mir eine etwas bessere Übersetzung. Altertümlich. Kann man da auch eine Person, kann man da auch, ist da auch irgendwas, was man so sagen kann? Ein altertümlicher oder ein Weiser? Okay, Antike. Okay, für Leute, die Autoclicker benutzen, ist diese Antike ein Muss-Haben, also ein Must-Have, sagt man auch im Deutschen. Also etwas, was man auf jeden Fall haben sollte, weil es halt die DPS, also den Damage per Second, das, was wir hier als Schaden, also als Schaden pro Sekunde haben, ja, weit hinter dem, was uns ein Hero Soul geben könnte. Das ist darauf bezogen, wenn man Hero Souls sammelt und die nicht ausgibt, dann bekommt man ja pro Hero Soul 10% mehr Schaden pro Sekunde. Heißt also, wenn man 8 Stück davon gesammelt hat, die man nicht ausgibt, hat man hier immer 80% Bonus drauf. Und ja, da fängt der natürlich weiter ab. So, ansonsten steht hier nicht, wie man den Preis berechnet. Ach, siehst du, hier steht's. Nach 4 Minuten und 40 Sekunden. Die Zahl, das hier sieht ultra komisch aus. Jetzt fragt sich jeder, warum sowas. Ja. Man muss das halt immer in Sekunden umrechnen. Das ist dann eine Zahl von 2000, 280 Sekunden. Ist genauso bescheuert. Egal. Lassen wir das. Aber auch hier steht mal wieder nicht, wie man den Preis berechnet. Ah, doch, da. Ah. Also auch als Exponentialfunktion, aber nicht mit 2, sondern mit 1,5. Deswegen wird das extrem schnell teuer. Oh Gott. Ah ja. Einer der Gründe, weswegen ich tatsächlich bei meinem Bild jetzt mittlerweile ganz froh bin, dass ich jetzt die beiden nutze, weil eben die beiden haben halt keine Exponentialfunktion, sondern halt einfach eine linear ansteigende, ja, halt eine Linie, ne? Während er und ein paar andere halt sehr schnell sehr teuer werden. Ah ja, wenn wir noch ein bisschen sparen müssen. Ein bisschen sparen, ein bisschen. Pop, apropos sparen. Bom, mal gib ihm. Ich weiß gar nicht, wie lange geht das hier auf meinem überhaupt schon. Wir gucken mal ganz kurz rein. Den schaffen wir auf jeden Fall locker. Nicht, dass ich hier wieder ein 3-Stunden-Video draus mache. Oh, wir haben schon eine halbe Stunde. Ah, das ist aber nicht nett. Gut, dann würde ich mal sagen, dann mache ich an der Stelle jetzt auch Feierabend. Ich meine, viel mehr schaffen wir jetzt direkt nicht. Alles andere würde wieder ein bisschen dauern. Von daher würde ich mal sagen, bupp. So, jetzt haben wir die Abkürzung auch noch. Ach, deswegen hat er das nicht. Okay, dann, okay, das machen wir noch schnell. Bumm und bumm. Bumm, bumm. Ansonsten mehr ist hier nicht. Nee. Okay. So. Damit haben wir jetzt alles, was jetzt irgendwie sinnvoll ist. Und ich würde mal sagen, das Fenster kann wieder im Hintergrund verschwinden. Und ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, ciao mit V.